ist Extra 3, der Irrsinn der Woche mit Christian Ehring. Herzlich willkommen zu Extra 3. Vielen Dank. Leute, vielen Dank für diesen tollen Empfang. Ist denn das zu fassen? Diese Begeisterung, ich denke, sie überträgt sich, meine Damen und Herren. Und wir wissen alle, woher sie kommt, diese Begeisterung. Wir kriegen eine neue Regierung und es wird eine GroKo. Ja, die Polit-Oldies müssen ein weiteres Mal ran und geben es aber mal so richtig Gas. Sie sind total motiviert. Merkel macht die 16 Jahre voll. Warum auch nicht? Warum sollte Merkel aufhören? Es gibt keinen vernünftigen Grund. Ja. Zu Hause ist eh langweilig und sie hat sich auch so ans Kanzleramt gewöhnt. Wahrscheinlich alles auch ganz gemütlich da hergerichtet, schön alles eingerichtet. Arbeitsplätze, ich kenne auch so Büroarbeitsplätze, ne? Wahrscheinlich alles schön eingerichtet hier. Kennt man noch, hat sie die Kaffeetasse, was du heute kannst besorgen, das verschiebe ruhig auf morgen. Da gibt's das Mauspad, wir sind hier im Kanzleramt, nicht auf der Flucht. Und der lustige Aufkleber, wenn ihr denkt, ich wäre sauer, solltet ihr mal meinen Mann sehen. Ja. Ist Merkel ja, Merkel ist ja beliebt. Sie ist ja überaus beliebt im Ausland. Bei uns nicht so. Ist ein interessantes Phänomen. Im Ausland wirklich geschätzt. Alle sagen, bitte, hoffentlich bleibt's die Merkel. Bei uns in Deutschland eher nicht so. Da ist sie ein bisschen wie, was, das ist doch bei den Scorpions. Ist es genauso. Ja? Kann man, glaube ich, durchaus vergleichen. Merkel und die Scorpions. Und ich sag mal, so genügsam die Scorpions musikalisch sind, so wenig braucht Merkel zum Regieren. Also programmatisch. Ich meine, was hat die SPD am Wochenende mit sich gerungen? Und was muss ich jetzt die SPD-Kritik anhören, dass sie ihre Leuchtturmprojekte nicht durchsetzt? Bei der CDU kritisiert das keiner. Was denn für ein Leuchtturmprojekt? Ja, Leuchtturm? Merkel hat nicht mal einen Bungalow mit einer Kerze drin. Eine Partei hat ja normalerweise ein Profil. So stelle ich mir das zumindest vor. Eine Partei hat normalerweise ein Profil, hat einen inhaltlichen Markenkern, um es mal so werbisch auszudrücken. Ja, die AfD hat Rechtspopulismus, die Grünen haben Ökospießertum, die SPD hat Gerechtigkeit und Bratwurst, die CSU Alkoholmissbrauch und die FDP Haartransplantation. Also alle haben irgendwas. Die CDU hat nichts. Die CDU hat gar nichts. Merkel hat in diesen 12 Jahren ihre Richtung gewechselt wie ein Wetterhahn. Ja? Hier, kann man sich jetzt, glaube ich, auch aufs Haus stellen. Den Merkel-Wetterhahn gibt es jetzt zu kaufen. Am Anfang war sie die neoliberale Kanzlerkandidatin. Dafür gab es dann 2005 eine dicke Wahlklatsche. Daraufhin hat sie ihre Politik sozialdemokratisiert, peu à peu. Dann war sie irgendwann mal die Klimakanzlerin. Jetzt spielen die Klimaziele in den Koalitionsverhandlungen keine Rolle mehr. Sie war gegen den Atomausstieg. Dann war sie auf einmal dafür. Sie war die Kanzlerin der Willkommenskultur. Jetzt kommt die Obergrenze. Doch, inzwischen hat sie so ein Stadium erreicht, da sagt sie gar nichts mehr. Ja, sie repräsentiert nur noch, sie ist so ein bisschen wie die Queen. Also sie äußert sich nicht mehr zu aktuellen politischen Fragen. Das ist so ein bisschen unter ihrer Würde. Wenn man sie lange nicht hört, so 3-4 Tage, manchmal denkt man ja, oh, das ist bestimmt Taktik. Nein, ich glaube inzwischen, sie ist schon in einem anderen Stadium. Sie ist schon auf der Fuchsjagd. Ja. Und aktuelle Politik, das, nee, das ist nicht mehr ihr, das macht sie nicht, sie sagt nichts. Das macht jetzt alles ihr gebeutelter Kanzleramtsminister Peter Altmaier. Das Orakel von Angie. Der muss in den Talkshows rumsitzen und interpretieren, was seine Chefin wohl denken könnte. Und wenn Merkel gezwungen ist, was zu sagen, wenn sie wirklich nicht mehr drum rum kann, wie jetzt nach dem SPD-Sonderparteitag, dann dackelt sie bockig zum Mikro und gibt Worthülsen von sich. Für mich gehören dabei wirtschaftliche Stärke, vor allen Dingen auch die notwendigen Veränderungen, die wir im Zeitalter der Digitalisierung brauchen, als Grundlage für soziale Gerechtigkeit und für Sicherheit zu den zentralen Aufgaben, die wir lösen müssen. Ja. Damit will sie sagen, ich guck mal nach. Lass mich in Ruhe, ich mache einfach weiter. Ich habe inzwischen zwischen den
Den Merkel-Translator habe ich inzwischen. Das ist super. Kann man wirklich jetzt inzwischen wirklich mal rausfinden, was sie meint. Können Sie auch umgekehrt nutzen. Also wenn Sie im Urlaub mal merkelisch sprechen wollen, zum Beispiel. Wenn Sie, weiß nicht, was übersetzen wollen, wie deutsch-merkelisch meinetwegen. Darf ich Ihnen das Du anbieten? Ich habe die Intention, auf der Basis gegenseitigen Vertrauens eine neue Ebene der bilateralen Zusammenarbeit auf der Grundlage der zweiten Person Singular zu etablieren. So geht das jetzt noch mindestens 4 Jahre weiter. Wir stellen uns besser schon mal drauf ein. Aber vielleicht ist es zumindest mal Zeit für eine kleine musikalische Zwischenbilanz. Dennis Kaub und Tim Grunendahl. Weißt du noch, vor all den Jahren, so jung und wild mit fettigen Haaren, und schon damals hattest du keinen Plan. Also, nach 13 Jahren ist das nicht anders. Spielst mit Puppen und stehst auf Pandas. Doch ne Vision hast du noch immer nicht. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Jim Appell angelacht. Der langsam untergeht. Und Deutschland sagt Gute Nacht. Hörst du noch zu? Hallo. Ja. Ständig dieses Rumgeeier lässt dich treiben vom Depp aus Bayern. Der Obergrenzer verfolgt dich auch im Schlaf. 200.000. Du kommst selten aus den Hufen. Selbst wenn Pfleger um Hilfe rufen, regt sich bei dir nicht so wirklich viel. Es fehlen 100.000 Pflegekräfte in Deutschland. Ein Stern, der freiwillig nicht geht, weil er an seinem Stuhl festlebt und niemals Fehler macht. Ich kann nicht erkennen, was wir jetzt anders machen müssen. Naja, da gibt's einiges, was man anders machen kann. Zum Beispiel... So, danke schön. Jetzt alle wieder hinsetzen. Na gut, ja. Es hilft ja nichts. Es hilft nichts. Die GroKo kommt, wenn die SPD-Basis zustimmt, kommt die GroKo. Und klar, dann haben wir wieder Merkel und Seehofer und dann eben auch Schulz. Es sind die Besten, die man sich vorstellen kann. Naja, fast. Wobei doch, nein, die GroKo hat schon, man muss fair sein, die GroKo hat den einen oder anderen wirklich rekordverdächtigen Erfolg vorzuweisen. Rechnet man den Umfang der deutschen Rüstungsexporte zusammen, zeigt sich, noch nie hat eine Bundesregierung so viele Exporte genehmigt wie die noch amtierende Große Koalition. Das ist doch toll, oder? Mehr als schwarz-gelb. Das können sich auch mal die Sozen wirklich auf die Fahnen schreiben. Wir haben das geschafft, liebe Geschossinnen und Geschossen. Ja? Mehr Waffen haben wir exportiert. Wir haben auch aus der Geschichte gelernt. Wir Deutschen, wir versuchen einfach, die Waffen möglichst schnell wegzugeben. Ne? Und wenn das alle machen würden, dann hätten wir heute eine friedliche Welt. Und viele werden ja auch in Krisengebiete geliefert. Das heißt, die deutsche Rüstungsindustrie wird inzwischen auch am Hindukusch verteidigt. Ich finde das toll. Trotzdem frage ich mich, trotz dieser wirklich bemerkenswerten Erfolge, wie motiviert sich Angela Merkel eigentlich selbst nach so langer Zeit? Ja, wie schafft sie das, das immer wieder in sich abzurufen? Und das fragen wir nun ihre persönliche Motivationstrainerin Rosa Verena Müller-Herzog. Herzlich willkommen. Sie motivieren Angela Merkel. Nun steht Angela Merkel unmittelbar vor ihrer 4. Amtszeit und wirkt unmotivierter denn je. Das ist Quatsch. Frau Merkel ist top eingestellt. Sie ist sozusagen die Dieselsoftware unter den Politikern. Ja? Alle sagen, sie ist abgebrannt, aber in Wirklichkeit ist sie heiß. Dank meiner täglichen Arbeit ist Angela Merkel die erste Ostdeutsche, die es ganz ohne Doping bis an die Weltspitze geschafft hat. Das stimmt, aber beeindruckend. Aber
Man hört inzwischen wirklich schon von hochrangigen CDU-Kabinettsmitgliedern, die hinter vorgehaltener Hand dann doch zugeben, dass Merkels Zeit eigentlich vorbei wäre. Kann es sein, dass sie vielleicht den Kontakt zur Realität doch ein wenig verloren hat? Aber ganz und gar nicht. Gerade gestern hat sie zu mir gesagt, Verena hat sie zu mir gesagt, bei Neuwahlen würde ich haushoch gegen den Scharping gewinnen. Doch so ernst. Okay, und was haben Sie dann zu ihr gesagt? Wir schaffen das. Ja, das ist meine Aufgabe als Motivationstrainerin. Letztens habe ich Boris Becker davon überzeugt, dass das mit der Pleite nur ein Gerücht ist und er dieses Jahr Wimbledon gewinnt. Und wie arbeiten Sie konkret? Also jetzt, wie kann man sich das vorstellen mit Angela Merkel? Wie motiviert man die Kanzlerin? Was ist das ganz konkret für eine Arbeit? Dann? Die ganze Palette, Herr Ehring, ja. Frau Merkel tanzt das Wort Erfolg. Sie darf mit Handmalfarben ihre inneren Blockaden auf eine Leinwand bannen. Sie springt mit einem Therapiepferd über Hindernisse und sie reitet auf Elefanten, dem Symbol für Kraft und Stärke. Ja, aber Kraft und Stärke wozu? Ich meine, Macht ist doch kein Selbstzweck. Was will sie denn? Sie muss doch was wollen. Sie sagt immer nur, sie will weitermachen. Aber warum will sie denn weitermachen? Sie wirkt irgendwie so, ja, so inhaltsleer. Das ist ganz normal. Das ist das Nutella-Syndrom. Das Nutella-Syndrom? Ja, gerade Politiker sind sehr häufig davon betroffen. In Nutella sind sehr wenig Vitamine, deshalb muss man sehr viel davon essen. Mhm. Frau Merkel macht sehr wenig, deshalb muss man sie möglichst häufig wählen, damit was passiert. Okay. Und Sie sind dann dafür zuständig, sozusagen das alte Zirkuspferd immer wieder zu striegeln und aufzuhüpfen, sodass es noch mal so eine weitere Runde durch die Manege zoffeln kann. Ja, das klingt mir jetzt aber ein bisschen zu negativ, Herr Ehringer. Ja, aber es ist schon im internationalen Vergleich, wenn man sich mal, es wirkt schon etwas ältlich. Ja, wir haben doch natürlich in Frankreich haben wir Macron, wir haben in Österreich den sehr jungen Kurz. Ja, ja, und in England bald Harry Potter, in Schweden Michel von Lönneberger und bei uns Bibi Blocksberg, ne? Nein, bei uns eben dieselbe olle, visionslose Truppe mit Merkel an der Spitze. Herr Ehring, kommen Sie mal her. Stellen Sie sich mal vor, Sie fallen böse aufs Gesicht, ja? Und müssen zu einem Schönheitschirurgen. Mhm. Welchen wählen Sie? Einen mit Visionen oder einen mit Erfahrung? Ha? Wahrscheinlich einen mit Erfahrung. Aber ja, gut. Aber könnten Sie nicht Merkel mal motivieren, sich inhaltlich etwas mehr zu positionieren? Ja, dass sie auch mal bei ihren Ideen bleibt. Sie war mal zum Beispiel die Willkommenskanzlerin. Sie hat mal Flüchtlingsmädchen getröstet. Mhm. Heute würden Flüchtlingsmädchen eher Sie trösten. Ja, können Sie sich nicht mal motivieren, auch für Ihre Ideen zu kämpfen? Nein, dazu braucht es andere, speziellere Methoden. Zum Beispiel Hypnose, das haben wir auch schon ausprobiert. Hypnose haben Sie schon mit Merkel zusammen gemacht? Und wie war das Ergebnis? Sehr gut. Ich bin sofort eingeschlafen. Vielen Dank, Rosa Verena Müller-Herzog. Danke für den Besuch bei Extra 9. Und ja, es war ja wirklich verdammt knapp. Es war so knapp am Sonntag beim Sonderparteitag der SPD. 56% waren für Pest, 44% für Cholera. Man hat es den Genossen angemerkt, wie emotional aufgewühlt sie waren. Achten Sie mal hier auf die Dame im Hintergrund, als das Ergebnis verkündet wurde. Damit wird die SPD Koalitionsverhandlungen aufnehmen. Ja. Hinterher hat sie gesagt, es wäre eine Geste der Freude und Erleichterung gewesen. Trauer und Entsetzen sieht bei ihr übrigens so aus. Ja, ja, ja. Ole, ole. Ich habe mich kurz gehen lassen. Ja, das kommt davon, wenn man Schauspielunterricht bei Til Schweiger nimmt. Martin Schulz war, das kann man glaube ich sagen, am Sonntag, er war nicht in der Form seines Lebens. Manchmal hatte ich das Gefühl, er hört gar nicht richtig zu. Sondern es ging darum, dass wir diesem Mann, Martin Schulz, unser Vertrauen gegeben haben. Hä? Wer? Ich? Schulz. Schulz. So, ich habe gerade Candy Crush gespielt. Und dann hat Schulz seine Rede gehalten, es musste ja eine mitreißende Rede werden. Und er hat diese Rede begonnen, ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, mir ist es aufgefallen, er hat die Rede begonnen um wie viel Uhr? Genau um 5:12. Schauen Sie mal auf die Uhrzeit links oben. Liebe genau um 5:12 liebe Freundinnen und Freunde, fing Schulz an mit seiner Rede. Und als er aufhörte, war es immer noch 5:12. Obwohl Schulz wirklich alle Register gezogen hat. Er hat auch wieder von seinen coolen Freunden erzählt. Ich will an der Stelle sagen, der Macron hat mich gestern angerufen.
Wow. Mann, was. Das kam ja richtig gut an. Und weil das so eine todsichere Nummer ist, hat er das bei Anne Will dann gleich nochmal erzählt. Emmanuel Macron, der hat mich gestern Abend angerufen. Ja. Und ich meine, darauf kann man sich was einbilden. Macron ruft ja nicht jeden an. Emmanuel ist ganz schlecht gerade. Nein, es geht. Pas maintenant. Non, désolé. Nein, 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 nein. Ich hab hier. Nee. Je te rappelle. Plus tard. Nein, ich hab. Ruf Schulz an, der hat bestimmt Zeit. Ja, alles klar. Ja, klar. Schulz. Schulz hat den Parteitag nicht mitreißen können. Macron hin oder her. Dann aber kam Hurricane Andrea. Kann man das so sagen? Das ist doch Blödsinn! Verdammt nochmal! Ich denke, das kann man so sagen. Haben Sie die Rede von Nahles gehört? Bestimmt. Sie mussten gar nicht den Fernseher einschalten. Die hat so gebrüllt, es hat gereicht, wenn man das Fenster auf Kipp hatte. Und sie hat sich wirklich ins Zeug gelegt für die GroKo. Neuwahlen, das habe ich jetzt wirklich gemerkt, hält sie für überhaupt keine gute Idee. Neuwahlen, und zwar aus folgendem Grund. Und soll ich euch mal was sagen, was ich glaube, was die Bürger runter machen? Die zeigen uns einen Vogel. Die zeigen uns einen Vogel. Und ich bin jetzt übrigens schon in der 2. Klasse Grundschule. Die Wähler zeigen dann der SPD bei Neuwahlen einen Vogel. Ich weiß nicht, wie Sie es sehen. Ich habe das Gefühl, die haben den schon bei den letzten und vorletzten Wahlen gezeigt. Eins muss man Nahles aber lassen. Mit dieser Rede hat sie Schulz ganz schön den Rang abgelaufen. Für mich ist sie schon, ja, sie ist doch für mich schon halb SPD-Vorsitzende. Mandreas Nahles führt zurzeit die SPD. Ich glaube, das kann man so sagen. Den wirklich entscheidenden Impuls beim Parteitag hat aber nicht Andrea Nahles geliefert mit ihrer Rede. Der entscheidende Impuls pro GroKo kam von der CDU. Das wissen Sie wahrscheinlich gar nicht. Der kam von der CDU, genauer gesagt von unserem Extra-3-CDU-Mann Jakob Leube. Hallo, grüß Gott. Mein Name ist Jakob Leube von der CDU Baden-Württemberg. Ich bin heute hierher gekommen, um dafür zu sorgen, dass die Abstimmung richtig ausgeht. Pro GroKo und Angela Merkel Bundeskanzlerin bleibt. Los geht's. Was könnten wir denn machen, dass ihr sagt, okay, dann machen wir halt? Wir machen Vermögenssteuer, dass endlich mal richtig verteilt wird in diesem Vermögenssteuer. Land. Vermögenssteuer, ja. Nee, tut mir leid. Noch mal was anderes vielleicht? Ja, Familiennachzug, weil Familie ein Grundrecht ist. Noch mal was anderes vielleicht? Überhaupt Ministerposten oder so? Darf ich ganz kurz stören? Hallo, Frau Nahles, ich hätte eine ganz kurze Frage. Nee, ich bin nicht Frau Nahles. Oh. Tut mir leid, dann habe ich sie verwechselt. Ich bin von der CDU, wollte nur sicher gehen, dass wir auf derselben Seite sind. Kann ich nur sagen, gute Besserung. Sind wir auf derselben Seite, wollte ich nur sicher gehen, gell? Ja, er ist auch gekommen, um zu bleiben, das ist ja klar. Gell? Bei Ihnen brauchen wir uns keine Sorgen machen. Ah, no GroKo. Ja, genau, no GroKo bedeutet keine GroKo. Da möchte ich meine Aktion no GroKo dagegen halten und Werbung machen für gemeinsame... Was machst du? Oh, immer diese Zerstörung bei der SPD, das verstehe ich nicht. Und außerdem habe ich noch einen dabei. Diese Zerstörungswut der SPD, das ist mir... Ja, aber das ist mir fremd, das verstehe ich nicht. Also, das heißt, euer Herz sagt nein, aber der Kopf entscheidet... Oh, Telefon, Entschuldigung. Folger? Herr Kauder? Ja? Nee. Nö, ich hab das im Griff. Die zieren sich ein bisschen, aber das wird schon. Ja, am Ende werden die Kröte schon, genau. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Das ist mein Onkel. Jeder hat die Freunde, die er verdient. Es sind 642 Stimmen abgegeben. Mit Ja haben gestimmt 362. Damit wird die SPD Koalitionsverhandlungen aufnehmen. Jawohl. Jawohl. GroKo. GroKo. Gutes Ergebnis? Ja. Herzlichen Glückwunsch zum richtigen Ergebnis. Das freut mich, Herr Scholz. Hallo, ja. Grüße Sie. Ja. Richtiges Ergebnis, gutes Ergebnis für uns. Angela Merkel bleibt Kanzlerin, das ist Demokratie. Zumindest bis die Koalitionsverhandlungen komplett fertig sind. Da muss man schon auch ehrlich sein. Das stimmt, aber wir geben euch schon was, wo ihr euch dann auch mit wichtig fühlt und wiederfindet. Macht ihr keine Sorgen. Aber wir würden schon was finden, wo ihr als SPD euch wiederfindet, wo ihr das Gefühl kriegt, als ob ihr auch wichtig wärt. Also da können wir schon was zumindest machen. Das Gefühl zu haben, ist ja auch schön. Genau. So, hätten wir das in die richtigen Bahnen gelenkt. Für Angela Merkel. Und für Deutschland. Tschüssle. Danke, Jakob, und danke, Tobias Döll.
Das ist natürlich unerfreulich für die SPD. Ja, es gibt einfach dieses Dilemma. Die SPD hat zurzeit ja nur diesen einen realistischen Koalitionspartner. Also ist ganz klar, wen bekommt die SPD immer angezeigt? Beim SPD-Tinder? Ja, immer, immer wieder nur, oh nee, und schon wieder. Ach nee, komm. Oh nee, lass mal, immer die Angie. Das widerstrebt natürlich vielen in der SPD, vor allem den Jusos. Und da wiederum ganz vorne mit dabei der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert. Kevin Kühnert hat richtig rebelliert, hat diese Initiative No GroKo ja initiiert. Der Ober-Kevin der Jungsozialen will keine GroKo. Was ist eigentlich mit der Jugend von heute los? Null Bock auf Regierungsarbeit oder was? Nö, klingt nicht fresh genug, lass mal stecken. Früher war das anders, oder? Da haben sich die Kids noch freiwillig gemeldet zum Volkssturm. Andere Zeiten, nein, da war noch die AfD-Vorfolgepartei an der Macht. Das sind ganz andere Zeiten. Aber Kevin Kühnert hat gesagt, er gibt nicht auf. Er hat jetzt uns alle aufgerufen, in die SPD einzutreten, 2-3 Mitgliedsbeiträge abzudrücken, dann bei der Mitgliederentscheidung mit Nein zu stimmen und wieder auszutreten. Klingt für mich wie einer dieser Enkeltricks, vor denen die Polizei immer fährt. Natürlich könnte die SPD ein wenig Orientierung gebrauchen. Sie ist ziemlich orientierungslos zurzeit und da ist sie nicht allein. Viele sind heutzutage orientierungslos. Manchmal ist es die eigene Schuld, wenn man nicht die richtige Orientierung hat. Manchmal kann man aber auch gar nichts dafür. Dann haben einfach andere schlecht geplant. So ist es zum Beispiel im Bahnhof in Wiesbaden. Ja, ja, Patricia Kümpel. Wenn Thomas Sauer eine Reise tut, dann ist das kein Problem für den Blinden. Denn für ihre blinden Passagiere hat die Bahn am Wiesbadener Bahnhof einen Blick. Deswegen gibt es diesen taktilen Streifen, einen Taststreifen, an dem sich Herr Sauer mit seinem blinden Stock orientiert. Also immer dem Streifen nach. Der führt direkt hier entlang und dann der Huch! Es steht im Weg, es steht genau auf der Linie, auf der ich mich immer orientiere. Man erschreckt, wenn man da reinknallt. Ach, bei genauerem Hinsehen endet doch der Taststreifen kurz vor den Tafeln. Und dann führt ein weißer Sichtstreifen geschickt um die Hindernisse herum. Wie rücksichtsvoll. Dafür sehen wir, sind die weißen Streifen fantastisch. Eben. Und die Bahn stellt so eine Infotafel ja nicht blindlings auf. An ihr können Reisende schließlich wichtige Dinge nachlesen. Also, wenn sie die Tafel sehen. Dann denke ich, gehe ich nach Gleis 5, halte meinen Stock so raus, will am Gleis entlang gehen und lauf voll auf diese Anzeige drauf. Hab gleich geblutet wie ein Schwein. Das ist Dünnschiss auf Stelzen, was da gemacht wurde. Na, da sehen Sie aber zu schwarz. Oder haben Sie etwa einen besseren Standort im Auge? Nee, es ist eigentlich sehr einleuchtend. Jeder, der das Bild sieht, also ich kann es ja nicht so sehen, aber jeder, der das Bild sieht, sagt ganz klar, in die Mitte des Bahnsteigs, wo die ganze Versorgungslinie ist, wo die ganzen anderen Tafeln stehen, wo man sich sowieso nicht orientiert. Na, Augenblick mal, es gibt doch sicher einen guten Grund für diese feinsinnige Standortwahl. Den könnte uns die Deutsche Bahn bestimmt auch erklären. Sie schreibt aber nur, Zitat, dem Bahnhofsmanagement Wiesbaden liegen derzeit keine Beschwerden oder Hinweise von Reisenden vor. Wir haben mich bei der Bahn am 25.09. beschwert, schriftlich. Es ist nichts dabei rausgekommen. Ich habe keine Reaktion der Bahn erhalten. Alle, die nicht sehen können, so wie ich, die haben halt die Arschkarte gezogen. So sieht's aus. Bahnfrei für die Bahn-Arschkart an ihrem Bahnhof Wiesbaden. Es ist wieder soweit, meine Damen und Herren. In Berlin läuft die Grüne Woche. Grüne Woche heißt, es gibt überall was zu futtern. Besuchergruppen kommen aus dem Rheinland nach Berlin, um sich da Schweine aus der Ukraine in den Mund zu schieben, die aber in Polen geschlachtet worden sind, damit sie Krakauer heißen. Es gibt viel zu essen, es gibt auch immer was zu erleben, was zu sehen. Es gibt niedliche Schafe, oh, es gibt süße Schweinchen. Und es gibt auch immer einen Haufen Mist, den der Landwirtschaftsminister Schmidt so von sich gibt. Ich möchte aber sehr deutlich sagen, dass wir in die Breite gehen wollen. Und dafür sorgt seine Politik auch, dass die Bürger immer mehr in die Breite gehen. Also ich orientiere mich schon an ihm. Es ist auch gar nicht klar, wie es für ihn weitergeht. Christian Schmidt, er ist ja irgendwie ein witziger Typ. Aber ob er jetzt Landwirtschaftsminister wird in der neuen Regierung oder Agrarlobbyist oder
Ob er weiterhin beides macht, das ist ja noch gar nicht richtig klar. Auf jeden Fall steht fest, es gibt einiges zu tun. Ne? Es gibt große Probleme, einiges ist da sozusagen auf der Agenda. Es gibt Nahrungsmittelprobleme, die müssen gelöst werden, Nahrungsmittelproduktion. Wir müssen viele Menschen ernähren, wir müssen Nahrungsmittel so produzieren, dass es auch nachhaltig ist, dass es umweltverträglich ist. Ja, wir müssen für das Tierwohl sorgen. Es sind alles viele Fragen, die beantwortet werden müssen. Darauf gibt es natürlich Antworten, auch bei der Grünen Woche. Es gibt zum Beispiel eine sehr spezielle Antwort. Das heißt, mehr Insekten essen. Wir haben hier am Stand, können Sie morgen probieren, einen Insektenburger aus dem Buffalo-Wurm. Aus dem Buffalo-Wurm, ja, lecker Buffalo-Wurm. Können Sie, natürlich kann man essen, man kann auch frittierte Maden essen, man kann geröstete Heuschrecken essen, man kann Insekten, wirklich, also ist lecker. Mit Dips kann man das alles essen. Kann man machen, ja. Es soll besser für die Umwelt sein, Sie wissen ja, Fleisch, also Hühner, Rinder, Schweine sind schlechter für die Klimabilanz. Am besten fürs Weltklima wäre es, man würde Menschen essen, aber... Das nur nebenbei. Ich meine, Insekten, bei uns gibt es natürlich auch immer weniger Insekten. Das ist ja schon wieder ein Problem in Deutschland. Dank Firmen wie Monsanto. Wie soll man denn in Deutschland noch ausreichend Insekten für eine Mahlzeit finden? Da müsste man schon eine Woche lang nonstop mit Tempo 150 über die Autobahn brettern. Ja, und anschließend dann die Windschutzscheibe ablecken. Was soll das? Das ist auch nicht umweltfreundlich. Also Insekten essen, das ist für mich jetzt nicht die Lösung. Ich glaube, wir brauchen eine Agrarwende, ganz grundsätzlich. Ist mit Schmidt nicht zu machen. Wir brauchen wirksame Regelungen zum Tierwohl. Ist mit Schmidt nicht zu machen. Wir brauchen auch bessere Kennzeichnungen, eine Lebensmittelampel. Ist mit Schmidt nicht zu machen. Warum eigentlich nicht? So ist er, der Schmidt. Ja, gut. Aber das reicht mir nicht. Deswegen begrüßen wir aus dem Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft den Mann, der praktisch auf dem Schoß des Ministers sitzt. Seinen persönlichen Referenten. Herzlich willkommen, Maximilian Schaffroth. Grüß Sie herzlich. Guten Dank. Grüß Sie. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Herr Schaffroth. Mehr Transparenz bei Lebensmitteln, bessere Kennzeichnung. Was ist daran eigentlich so schwer? Warum kann man hier eigentlich nicht die Lebensmittelindustrie mal mehr in die Pflicht nehmen? Herr Hering, das ist ein gutes Thema. Und Ernährungsminister Schmidt und ich, wir brennen dafür. Und ich kann Sie da beruhigen. Ernährungsminister Schmidt hat längst mit dem Verband der Frühstücksflockenhersteller Tacheles geredet, mit einer Kellogg's, mit einer Nestle, mit einer Unilever. Er hat sie richtig aufgebäumt, nicht wahr? Ja. Und hat gesagt, Freunde, jetzt ist Schluss. Jetzt hat der Spaß ein Loch. Jetzt habt diese Verbrauchertäuschung lang genug getrieben. Jetzt fordern wir unnachgiebig, mit aller Härte fordern wir jetzt eine Selbstverpflichtung. Und zwar eine Freiwillige, ja. Ja, nein, sonst rappelt's in der Frosty-Box, gell? Sonst fällt der Watschenbaum um. Also Otton Schmidt. Faszinierend, wie deutlich und unnachgiebig hier eine freiwillige Selbstverpflichtung eingefordert wird. Das ist ja unglaublich. Ja, also ich habe selber Angst, muss ganz ich sagen. Klar, ja. Genau so hat Ernährungsminister Schmidt denen das hingefaxt. Und zwar dreimal. Dreimal. Ja. Und dann hat er den Sendebericht dummerweise beim Monsanto-Golf-Turnier verloren. Das ist natürlich ärgerlich, nicht wahr? Ach, der Minister spielt Golf? Das ist mir neu. Er spielt Golf. Nein, spielt nicht Golf. Er zahlt denen die Greenfee und dann zieht er den Manager diesen kleinen Wagen hinterher. Ne, da ist die Brotzeit drin und die Schläger und so weiter, nicht wahr? Wissen Sie, Schmidt, er ist der Liebling der Industrie. Also, und zwar branchenübergreifend. Ja. Die Agrarindustrie nennt Schmidt auch den Glyphosat-Messias. Ja. Und der CEO von Kellogg sagt, Christian ist ein good listener. Ja. Ja, nein, gerade wenn es hinaus hat zu listen. Gerade wenn es um neue Verbraucherschutzgesetze geht und wenn er in der Materie halt nicht so drinsteckt, ja, dann sagt er den Leuten von Kellogg's, come on, you Kellogg's guys, you know it better, you write the Gesetz yourself dann ein, nicht wahr? Ja, okay. Unkompliziert. Es ist wirklich nicht zu glauben, Herr Schaffroth.
Wie lange wollen Sie denn diesen anbiedernden Kuschelkurs noch fortsetzen? Wer schützt denn mal den Verbraucher? Das ist doch wirklich Aufgabe auch der Politik, des Ministers. Warum haben wir keine Ernährungsampel? Andere Länder sind da weiter. Frankreich hat die Ampel gerade eingeführt. In England gibt es die schon lange. Herr Ehring, ja, natürlich hat der Engländer die Ernährungsampel und zwar ohne Schaden für die Wirtschaft, weil dem Engländer eine Ampel völlig wurscht ist. Ne? Der rennt ja sowieso drüber, ob red oder grün, nicht wahr? Schauen Sie, aber der Deutsche, und hier wird uns unsere feine Erziehung zum Verhängnis. Der Deutsche, der bleibt, ja, hören Sie auf, Sie bleiben zu lachen. Der Deutsche bleibt da stehen wie ein Zinssoldat, nicht wahr? Ja, vor der roten Ernährungsampel bleibt der Deutsche stehen. Ja, selbstverständlich. Noch sieht er rot, noch denkt er, ja, hoppla, die 3 Kilo Nutella sind auf einmal ungesund. Ja, das können wir nicht dulden. Minister Schmidt und ich, wir können unser Volk nicht in den Unterzucker lassen, ganz klar. Unterzucker. Also, Herr Schaffroth, das Dr. Oetker Vitalis Früchtemüsli wurde diese Woche zur Mogelpackung des Jahres gewählt. Weniger Inhalt, mehr Zucker, gleicher Preis und von vorn betrachtet ist die Verpackung gleich groß geblieben. Das ist doch bewusste Täuschung. Ist Ihnen das egal? Ja, nein, das ist eine Sauerei, Herr Ehring. Eine Riesensauerei ist das. Und darum haben wir in den Schulen jetzt Frühstücksflockenschüttelseminare eingeführt. Frühstücksflockenschüttelseminare? Frühstücksflockenschüttelseminare, genau. Die Kinder erraten den Verpackungsinhalt am Schüttelgeräusch. Schauen Sie, man kann das der Industrie nicht verübeln. Natürlich muss so eine Verpackung muss ja schön sein. Da können Sie die Verpackung nicht auf den Inhalt runtervakuumieren. Na, Sie moderieren Ihre Show hier ja auch nicht in einer hautengen Leggings, oder? Nein. Natürlich. Ich weiß trotzdem nicht, ob Sie den Ernst der Lage wirklich so überblicken. Ernährungsexperten und Krankenkassen und Verbraucherverbände warnen vor einer drastischen Zunahme von Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes. Das sind wirklich doch ernste Gefahren. Ja, was ist Ihre Strategie dagegen? Ja, der Austausch mit der Industrie. Der Austausch mit der Industrie? Selbstverständlich, man muss doch reden mit den Leuten. Wir sagen denen, bringt ihr die Ideen. Und das klappt. Dr. Oetker legt jetzt in jede 1000. Müsli-Packung eine Insulinpumpe hinein. Ja. Sozusagen also ein Medical Gimmick. Ja. Und aus dieser Idee wurde die Medical Müsli Initiative gegründet. Die Medical Müsli Initiative. Medical Müsli Initiative. Ja. Initiative. Ja, genau. Ja. Und das hat der Minister auch so abgesegnet? Ja, selbstverständlich hat Schmidt das abgesegnet. Ja klar, das ist ein Bonusprogramm wie Miles and More. Das ist sachenhaft. Ja. Nur sammeln sie da keine Meilen, sondern sie sammeln gesättigte Fettpunkte. Bei 250.000 gesättigten Fettpunkten kriegen Sie dann eine Gratisabsaugung in der Bodenseeklinik. Und ab 500. Moment. Ja, ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Und ab 500.000 Fettpunkten sind Sie der Statuskunde. Da kriegen Sie eine Fahrbereitschaft, einen Krankentransport und eine Herzklappe von einem Tier Ihrer Wahl. Ja, das ist doch was. Oder ist das nichts? Ich gebe auf. Vielen Dank, Maximilian Schaffroth. Unglaublich, was die Lebensmittelindustrie da so treibt. Die Mogelpackung des Jahres, Sie haben es eben schon gehört, Vitalis, Früchte, Müsli. Es ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Ne? Es gibt ja viel in dieser Art. Es gibt zum Beispiel von Teekanne einen heiße Liebe Himbeer-Vanille-Geschmack, Tee. Und man denkt, ist heiße Liebe drin. Nein, ist keine heiße Liebe drin. Es ist auch keine Himbeere drin und auch keine Vanille. Es ist Himbeeraroma und das sind sehr häufig Späne von Zedernholz. Was nach Himbeere schmeckt, ist Holz. Auch in Joghurt zum Beispiel. Ist meistens Himbeere, Zedernholz. Es gab Joghurts, die habe ich nicht mit dem Löffel gegessen, sondern mit der Stichsäge. Bei Erdbeeren ist es ganz ähnlich. Es gibt zu wenig Erdbeeren für alle Erdbeerprodukte der Welt. Deshalb nimmt man sehr oft Rosinen. Voraussetzung, damit die Rosine als Erdbeere durchgeht, sie muss möglichst jeden Geschmack verlieren. Die Verwandlung. Aroma aus der Tüte sorgt für den Geschmack. Ein Extrakt aus roter Beete für die Farbe. Dass die rotklebrige Fruchtmasse nicht aus Erdbeeren besteht, das ist nicht zu erkennen. Diesen Prozess nennt man Umfruchtung. Toll, oder? Umfruchtung. Unser Ernährungsminister ist übrigens auch umgefruchtet. Im Grunde ist er auch eine Gewürzgurke mit CSU-Aroma. Man muss genau hingucken.
Man muss wirklich ganz genau gucken, Formulierungen, immer ganz präzise, ganz genau, immer was ist drin. Sie können zum Beispiel eine Tütensuppe mit 4,5% Brokkoli-Anteil Brokkolisuppe nennen. Das ist erlaubt. Mache ich jetzt auch mal, ich kaufe mir in Spanien 3 Backsteine und erzähle dann überall, ich hätte eine Villa auf Mallorca. Die Werbung preist dann solche Produkte auch noch an, als wär's der heiße Scheiß. Fernsehwerbung lügt. Ist keine sehr originelle oder neue Erkenntnis, aber ich habe manchmal so eine bescheuerte Idee. Ich stelle mir manchmal vor, die Werbung wäre nur ein einziges Mal ehrlich. Schnäppchenwochen bei Niewiedermarkt. Hol dir diesen Technikquatsch, den du nicht brauchst und der nächste Woche garantiert schon wieder kaputt ist. Niewiedermarkt, du bist doch blöd. Na, haben Sie wieder Völlegefühl? Unwohlsein, vor allem untenrum? Dann ändern Sie bloß nicht Ihre Ernährung. Schlucken Sie lieber aufs Klo, aber Pforte und schon ist wieder Platz. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Klempner. Baumarkt. Wenn's genauso schlecht wie bei jedem anderen werden muss. Wow, so weich. Ist der neu? Nein, mit dem billigen Wollwaschmittel vom Discounter gewaschen. Jawoll. Jawohl, wischt genauso gut oder schlecht wie alle anderen. Und jetzt hör bitte auf, mich zu begrabbeln. Resterampe von Dr. Fettiger. Schmeckt genau wie beim Italiener. Zumindest bei einem, der nur billigen Analogkäse, ordentlich Fett und Zucker auf die Pizza haut und den Boden nicht hinkriegt. Resterampe von Dr. Fettiger. Dingsbacher. Mit irgendeinem Wasser aus irgendeiner stinknormalen Quelle gebraut. Wie jedes Industriebier. Dingsbacher. Eine Plörre der Natur. Jürgen, ich dachte, du machst Werbung für diese hässlichen Autos. Junge, für Kohle mache ich doch alles. Einmal saufen, 100.000 Euro. Prost! Schmeckt das scheiße, Mann. Jürgen, ich mach alles für Kohle. Kackglas tirilliert, Kackglas Baustau. Hallo, wir bei Kackglas können gar nichts, außer Scheiben reparieren. Wir tun aber gerne so, als wären wir die Einzigen, die das können. Und damit Sie genau das niemals vergessen werden, haben wir uns diesen schrecklichen Jingle ausgedacht. Kackglas tirilliert, Kackglas Baustau. Henning Asse und Tobias Döll. Die AfD, meine Damen und Herren, ist im Bundestag angekommen und es hat sich einiges geändert. Sofort herrscht im Bundestag ein ganz anderer Ton. Wenn man Krieg haben will in diesem Bundestag, dann kann man auch Krieg kriegen. Ja, Opa erzählt vom Krieg. Es geht um die Fachausschüsse im Bundestag. Und natürlich, gar keine Frage, soll die AfD alle Posten bekommen, die ihr zustehen. Ja, das ist Demokratie. Eine Extrawurst haben die auch nicht verdient, auch nicht im negativen Sinne. 3 Ausschüsse darf die AfD leiten. Ein erster Erfolg, bisher hat keiner dieser Ausschüsse einen Flüchtling aufgenommen. Das ist ja schon mal was. Die AfD soll zum Beispiel den Vorsitz im Tourismusausschuss übernehmen. Ich weiß gar nicht, ob das bei den Wählern so gut ankommt. Bei Tourismus geht es ja darum, möglichst viele Ausländer nach Deutschland zu locken. Nicht aus Deutschland raus, nach Deutschland rein. Meine Fremdenverkehr. Klingt doch für den AfD da schon fast nach Blutschande, oder? Den Vorsitz in diesem Ausschuss, dafür hat die AfD Sebastian Münzenmeier auserkoren. Der wurde im letzten Jahr in erster Instanz zu 6 Monaten auf Bewährung verurteilt, wegen Beihilfe zur gefährlicher Körperverletzung. Es ging um einen brutalen Überfall auf Fußballfans. Jetzt stellt sich nur die Frage, warum kriegt der den Tourismusausschuss? Mit der Erfahrung gehört der doch in den Justizausschuss. AfDler werden auch den wichtigen Haushaltsausschuss und den Rechtsausschuss leiten. Das passt wiederum, das ist klar, der Rechtsausschuss macht den Rechtsausschuss, das passt. Vorsitzender soll hier Stefan Brandner von der AfD Thüringen werden, ein wahrer Feingeist. Kleine Kostprobe gefällig? Die Antifa, da können sie noch so blöd oder so hässlich sein. Und man liest und hört ja, dass eure Eltern meistens Geschwister waren. Und wenn ich mir das eine oder andere Gesicht genauer anschaue, meine Damen und Herren, dann habe ich fast den Eindruck, als wären die Haustiere auch nicht weit gewesen. Der ist auch niedlich, oder? Aber wir wollen ehrlich sein, nicht alle Bundestagsabgeordneten der AfD drücken sich so ungehobelt aus. Andere machen es eleganter. Manche hantieren auch mit Fakten. Zum Beispiel denken ja die meisten Leute, der Klimawandel sei eine Fluchtursache. Der AfD-Abgeordnete Rainer Kraft meint, es sei genau andersrum. Des Weiteren fördern sie auch die Massenmigration nach Europa, obwohl
obwohl ein CO2-Abdruck eines Mitteleuropäers 10-mal so groß ist wie eines Menschen in Afrika. Das heißt, 1 Million Menschen, die sie zu uns holen, verbrauchen oder erzeugen 10-mal so viel CO2 wie in Afrika. Das ist ein tolles Argument. Das ist ein super Argument. Also so ein gutes Argument. Nur gegen Flüchtlinge einzusetzen, das finde ich fast verschenkt. Ja? 2 Weltkriege, 60 Millionen Tote, das hat den CO2-Fußabdruck Europas ordentlich reduziert. Hat sich mal einer bei uns bedankt? Das muss irgendwie schön sein, oder? Es muss schön sein, wenn das Weltbild so überschaubar und quadratisch ist und was nicht passt, wird passend gemacht. Deswegen ist es ja auch so eine beliebte Einstellung geworden. Aus Gründen der Psychohygiene ist es nur zu empfehlen, das sagen alle Experten. Das sagt auch unser Experte Heinz Strunk. Zunächst die Fakten. 2018 wird wie 2017 nur schlimmer. Brexit, ISIS, die Schere zwischen Arm und Reich, Bahnchaos, Immobilienhype, Hashtag MeToo und ohne Ende GroKo-Wahnsinn. Das hält man doch im Kopf nicht aus. Die Probleme werden immer größer, komplexer, verrückter. Da steigt schon im Januar keiner mehr durch. Wem Trump zu intellektuell, die AfD zu weich und die Verschwörungstheoretiker zu zahlenverliebt sind, für den gibt es jetzt Populismus at its best. Das Strunk-Prinzip. Alternative Fakten, alternative Formel und alternative Lösungen. Denn die sind oft viel einfacher, als uns der linksversiffte Mainstream suggerieren will. Beispiel 1. Über Immobilien, Lage, Lage, Lage heißt unser Kernproblem Merkel, Merkel, Merkel. Beispiel gefällig. Steuern zu hoch, Merkel schuld. Autobahn voll, Merkel schuld. Bier alle, Merkel schuld. Check mal was. Nächstes Kernproblem, die Flüchtlingsströme. Das Strunk-Prinzip funktioniert auch hier. Hartz IV leben, Flüchtlinge schuld. Schlechtes Internet, Flüchtlinge schuld. Bier leer, Flüchtlinge schuld. Gecheckt, fehlt nur noch der dritte Übeltäter. Die Pleite-Griechen, die Mexikaner Europas, ein Fass ohne Boden. Zielpreis schluckt unsere Sauerverdienten. Steuermehreinnahmen kriegt trotzdem den Hals nicht voll. Benzinpreise hoch, Pleite-Griechen schuld. Bundesliga-Preis auf Pleite-Griechen schuld. Bier leer, merk selbst. Das Strunk-Prinzip fordert. Hashtag Schnauze. Emotionen statt Fakten. Ich. Jetzt, jetzt, jetzt. Haben. Eben. Geht doch. Einfach ist das Neue kompliziert. Verständliche Inhalte, leichte Sätze. Die da oben wie hier unten. Die 5 goldenen Regeln des Strunk-Prinzips retten uns vor Staatspleite, Überfremdung und gepanschtem Bier. Regel 1, nicht immer alles schlecht reden, denn Pessimisten stehen im Regen, Optimisten duschen unter den Wolken. Regel 2, pass dich nicht an, denn wenn du versuchst, Nein zu passen, wirst du eventuell verschwinden. Regel 3, nenne die Probleme beim Namen, denn wenn du einen Sumpf trockenlegen willst, frag nicht die Frösche. Regel 4, versuch nicht immer anders zu sein, denn das geht ja gar nicht. Regel 5, leiste Widerstand, denn aufgeben kannst du bei der Post. Sehen Sie, ganz einfach. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen recht schönen guten Abend. Vielen Dank, Heinz Strunk. Was ich mich aber immer frage, wenn man so tickt, wenn man so den Rechtspopulismus für sich entdeckt hat, wie findet man dann eigentlich den richtigen Partner? Ich habe lange vergeblich nach einem passenden Mann gesucht. Aber als anständige Deutsche mit dem Herz am rechten Fleck ist das gar nicht so einfach. Ich wollte einfach keinen linksgrün versifften Gutmenschen mehr in meinem Bett haben. Natürlich muss er erzkonservativ sein. Gerne mit Bart. Wie ein Wikinger. Ein echter Mann. Er muss ein absolut altmodisches Rollenbild der Frau haben. Herd statt Prenzlauer Berg, ne? Schön wäre auch, wenn er was gegen Juden hat. Eine gesunde Angst vor Fremden, Andersdenkenden und anderen Religionen finde ich sexy. Europafeindlichkeit wäre cool. Und er muss Ziele im Leben haben. Pressefreiheit abschaffen, Machtergreifung und Weltherrschaft. Ich hatte kaum noch Hoffnung. Aber dann hat es endlich gefunkt. Ali und ich sind ein richtiges Traumpaar. Da passt alles wie die Faust aufs Auge. Ja, laber nicht rum, Frau. Heute
Na gut, das mit dem Bier holen klappt noch nicht so ganz. Aber ansonsten sind wir ein Herz und eine Seele. Was ja auch sehr beliebt ist unter Rechtspopulisten, das ist die Verbreitung von Falschmeldungen. Und da trifft es sich gut, dass Papst Franziskus jetzt zum Kampf gegen Fake News aufruft. Das ist immerhin der Mann, der sich als Stellvertreter Christi ausgibt, von dem man behauptet, dass dessen Mutter ihn als Jungfrau zur Welt gebracht hat und dass er übers Wasser gehen und selbiges in Wein verwandeln konnte. Gut, das ist Religion. Ich frage mich, was die Leute machen würden, wenn wir sowas behaupten würden. Die zeigen uns einen Vogel. Das glaube ich allerdings auch. Das war Extra Live für heute. Jetzt geht's weiter mit Dieter Nuhr und dem großen Kleinkunstfestival. Wir sehen uns wieder nächsten Donnerstag, wieder nach den Tagesthemen. Bis dahin.